dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Heute Abend reden wir über diese Frau auf dem Tier, Offenbarung 17. Und in diesem Wochenende machen wir einen Abschluss und dann werden wir auch sehen, wohin alles führt und wie alles enden wird. Man braucht ja nicht nur zu wissen, wie es jetzt steht, sondern es ist ja auch gut zu wissen, wie es einmal enden wird. Die eines der letzten Ereignisse haben zu tun mit diesem Tier, worauf diese Frau sitzt. Offenbarung 17, und es kam einer von den sieben Engeln, welcher die sieben Schalen hatte, mit den letzten Plagen für diese Erde, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Viele Wassern, viele Nationen, Völker, Sprachen, das ist die Definition. Mit welcher die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Also diese Frau, dieses ekklesiastische System hat Menschen in die Irre geführt, hat die Könige überzeugt, dass es besser ist, ihr zu folgen, als um Gott zu folgen. Besser ist es, um alle Gesellschaften und Gemeinschaften unter einem Hut für einen Weltfrieden zusammenzubringen, eher als gehorsam zu sein Gott gegenüber. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und Scharlach ist die Farbe des Opfers. Dieses System hatte auch ein angebliches Opfer und eine angebliche Auferstehung. Ein scharlachrotes Tier. Scharlach war auch die Farbe des Drachentieres. Es ist also ein okkultes, satanisches Tier. Das Vollnamen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Es war also ein lästerliches Tier, ein lästerliches, religiös-politisches System. Und das Weib war mit Purpur und Scharlach bekleidet und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von den Gräueln der Unreinheit, Reinigkeit ihrer Unzucht. Und an ihrer Stirne einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Wow, das ist schon eine Beschreibung von dieser Frau. Die Bibel hat nichts Gutes zu sagen über dieses System. Also das siebenköpfige Tier, dieses Tier hat sieben Köpfe. Und wenn wir in der Bibel nachschlagen, dann sehen wir interessante Tiere mit sieben Köpfen. In Psalm 74, Vers 14, du zerbrachst die Köpfe des Leviathans, du gabst ihn dem Volk der Wüstenbewohner zur Speise. In Legenden hat Leviathan sieben Köpfe. Also hier ist ein mehrfachköpfiges Tier und Leviathan wird es genannt. In den okkulten Bereich, Leviathan hat auch mit luziferischer Anbetung und Satanismus zu tun. Jesaja 27, Vers 1, an jenem Tage wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwerte heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Krokodil am Meere töten. Ja, ob es hier um ein Krokodil geht oder nicht, ist jetzt nicht die Sache. Aber dieses Leviathan, dieses Tier, welches steht für einen Gegner Gottes, und zwar gleich einer Schlange, und das haben wir ja gesehen, war Satans Art und Weise, wie er Adam und Eva begegnete. Die wird vernichtet werden. Offenbarung 12, Vers 3. Und dieses große Wunder am Himmel, der große rote Drache. Ich habe meinen Vers vergessen hierzu.
übersetzen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Hatte 10 Köpfe und 10 Hörner und 7 Kronen auf den Häuptern. Wenn eine Krone drauf ist, dann regiert er. Dann hat er Macht über die Völker. Offenbarung 13, Vers 1, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hat auch 7 Häupte, 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Da haben wir ein Gleichnis, Offenbarung 17, Vers 3, und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war, und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also dieses 7-köpfige Tier finden wir ständig. Und es ist ein Symbol eines luziferischen Systems. Und die Zahl 7 ist natürlich die Zahl Gottes. Und Satan wollte schon immer wie Gott sein. Also dieses System hat auch die Zahl 7. Also der Drache hat 7 Köpfe in diesem Buch. Und wenn wir schauen, wie oft Satan sein Königreich aufrichten wollte und Gott es vereitelt hat, dann ist das auch eine interessante Geschichte. Das gab einen Krieg im Himmel, das war der erste Versuch. Satan wollte sogar den Himmel übernehmen, aber diesen Krieg hat er verloren. Also Gott hat ihn aus dem Himmel rausgeschmissen, das war der erste Versuch. Der zweite Versuch war, Adam und Eva zu überwinden vor der Sintflut. Und Gottes Antwort auf diesen Versuch war das Versprechen der Erlösung und das Opfersystem. Also einen Ausweg. Satan dachte, dass er damit beweisen könnte, dass er die Welt für sich genommen hatte, aber Gott hatte eine Antwort, mit der er nicht gerechnet hatte. Er verstand die Liebe Gottes nicht. Dann gab es noch einen Versuch beim Turmbau zu Babel. Da hatte er alle beisammen in einer großen Auflehnung gegen Gott. Und Gott in einem Meisterzug, Verwirrung der Sprachen. Und damit hat er 4.500 Jahre zu tun gehabt. Stellt euch vor, eine Sekunde für Gott, 4.500 Jahre Arbeit für Satan, um das Problem zu lösen. Um die wieder alle zusammenzubringen unter einem Hut. Das war ein Problem. Dann hat er nochmal versucht zu überwinden, während Christus auf dieser Erde war. Und er glaubte, er hatte ihn besiegt, als er am Kreuz hing. Aber Gottes Antwort war, Sieg über den Tod und Sieg über die Sünde. So, dieser quasi Sieg von Satan war seine größte Niederlage, sein größter Fehler. Er hat nochmal versucht, mit heidnischem Rom die Welt unter einem Dach zu kriegen und sie zu zerknirschen, aber Gottes Antwort, Smyrna. Menschen waren bereit zu sterben für die Wahrheit. Sie wollten nicht diesen Glauben, den sie hatten, aufgeben. Er hat noch einmal versucht mit päpstlichem Rom, über das Mittelalterzeit. Wir haben sie nicht versucht, um das Königreich wieder zusammenzubringen. Und Gottes Antwort? Die Reformation. Und einen letzten Versuch will er noch machen. Er will wieder einmal versuchen, um alle Nationen zusammenzubringen unter einem Hut, damit er eine vollkommene Auflehnung gegen Gott ist. Aber Gott hat eine Antwort da auch. Den Mitternachtruf und den lauten Ruf. Kommt aus ihr raus, mein Volk. Satan wird nie siegen, denn Gott hat immer eine Antwort auf alles, was Satan versucht. Jesus Christus ist der endgültige Sieger. Aber für einen Augenblick will er nur alle beisammen haben. Und er wird alles versuchen, um es zu tun, wie er auch schon vorher versucht hat. Und jedes Mal hatte Gott eine Antwort. Offenbarung 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache. Der hatten 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Er herrschte, dieser Drache, in diesem Mittelalter-System, glaubte,
Er würde siegen. Erst hat er versucht, Christus zu vernichten und danach die Braut zu vernichten. Aber Gott hatte immer eine Antwort. Er kämpfte gegen Christus im heidnischen römischen System und er kämpfte gegen die Braut im päpstlichen System. Aber die Braut, die blieb. Dieses Tier, das aus dem Wasser kam von Offenbarung 13, hat auch 7 Köpfe. Und die Eigenschaften, die in diesem Tier gegenwärtig sind, sind die gleichen Eigenschaften, wie wir sie haben in Daniel Kapitel 7. Das Tier hat einen Leib, so wie das griechische System. Die Füße sind so wie ein Bär, das ist das medopersische System. Das Gesicht und der Mund ist wie ein Löwe, das ist das babylonische System. Es hatte einen Mund wie ein Löwe, wie Babylon. Die Sprache war also babylonisch. Und die 10 Hörner waren gleich dem letzten Tier, dem römischen System. Es wird uns auch erzählt, dass die Krallen wie Kupfer sind. Es ist also auch das Griechische sehr stark vertreten. Die Hörner und die Krallen, damit kämpft er, und die Zähne. Also dieses System wird ganz deutlich dem kleinen Horn gleichgestellt, denn die Eigenschaften sind genau die gleichen. Er verfolgt Gottes Volk, er ändert die Zeiten, das Gesetz ändert er und so weiter. Es ist das Papsttum, und in dieser päpstlichen Lehre haben wir alle die Eigenschaften über Jahrhunderte von all den heidnischen Systemen eingebaut. Die Philosophie ist die gleiche wie die griechische Philosophie. Aristotel, die Philosophen, dieses System ist mit eingebaut. Die römische Macht, die römische Kraft ist mit eingebaut. Medo-persische Lehren, das Gesetz, das nicht geändert werden kann, mit eingebaut. Keine Kompromisse. Von jeder geschichtlichen Zeit ist da etwas in diesem Tier gegenwärtig. Aber jetzt in Offenbarung 17 sitzt diese Frau endgültig auf diesem Scharlachtier, welches von unten her vorkommt. Und das ist der letzte Versuch, die Welt unter einem System wieder zu vereinigen. Also das päpstliche System hatte eine tödliche Wunde, aber die tödliche Wunde wurde heil und sie sollte weiter regieren, denn die ganze Welt verwunderte sich diesem Tier. Und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tiere sitzen, das voller Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Es ist ein gotteslästerliches System. Und dieses Weib war mit Purpur und Scharlach bekleidet und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Wenn man die römische Kirche anschaut, so sieht sie aus. Die Kleidung, rot, Scharlach, viel Gold, Perlen. Die reichste Kirche in der ganzen Welt, wenn man nur zum Vatikanischen Museum geht, dann sieht man alle diese Dinge. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von den Gräuel der Unreinigkeit ihrer Unzucht. Offenbarung 17, 4. Und dieses Geheimnis, das auf ihrer Stirn geschrieben war, Babylon, die Lehre Babylons. Es ist ein okkultes System, wo die Lehre gleich der Lehre Babylons war. Ein eigenes Bab-El, Tor zu Gott. Bab-Tor-El, Gott, Tor zu Gott. Ein eigener Weg zu Gott. Und sie ist die Mutter der Huren, das heißt, da sind auch andere Gemeinschaften und sie sind alle ihr untertan. Denn sie hat das vollkommene babylonische System und alle Glaubensgemeinschaften müssen irgendwann ihr untertan sein. Also die Lehre, wenn wir sie studieren in dem Katholizismus, ist reine babylonische Lehre und wir haben nicht Zeit, um das alles zu besprechen heute Abend. Da ist ja ein Video auch über Wein von Babylon. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. 2. Timotheus 4,
Vers 4. Die Menschen wollen solche Systeme. Sie wollen nicht das Einfache und den Gehorsam. Psalm 116, Vers 13 sagt, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Es gibt zwei Kelche. Entweder den Kelch des Heils oder den Kelch, den diese Hure hat, die einen anderen Weg beschreibt, wie man das Heil finden kann. Aber dieser Kelch, der ist manchmal bitter. Aber den muss man leer trinken, bis zum letzten Tropfen. Und wir müssen Jesus Christus folgen und keinem System. Also Babylon ist ein gut gewählter Name, um dieses System zu beschreiben. Im Alt-Babylon, hier wollten sie gemeinsame Dinge tun, hier wollten sie zusammenkommen, in einer gemeinsamen Auflehnung gegen Gott. Und am Ende soll genau das Gleiche geschehen mit dieser Frau. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, 2. Thessaloniker 2, 7 bis 10, ist schon an der Arbeit. Also dieses Geheimnis, Auflehnung gegen Gott und Gottes Gesetz und Gottes Allmacht, war schon am Werk zur Zeit Paulus'. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Also etwas hat dieses System zurückgehalten. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. In der heutigen Lehre, in der Dispensationslehre, wird gelehrt, dass derjenige, der hier aufhält, der Heilige Geist ist. Und dass dieser Gesetzlose irgendwann mal in der Zukunft, nachdem die Kirche entrückt ist, seine Erscheinung machen soll. Aber ist das wirklich, wovon Paulus hier schreibt? Wenn das wirklich so weit in die Zukunft gelegt werden soll, so wie die Glaubensgemeinschaften es heute lehren, wieso wirkt es denn dann schon? Dann müsste es ja erst viel später kommen. Aber er sagt, es wirkt jetzt schon. Also etwas steht ihm im Wege und dann soll er geoffenbart werden, wenn dieses Etwas aus dem Weg genommen wird. Und der Herr Jesus wird durch den Geist seines Mundes dieses System aufreiben. Und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird, also dieses System wird auch vernichtet, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es existiert also von damals bis zum Ende der Zeit. Ihn dessen Auftreten nach der Wirkung Satans erfolgt. Unter Entfaltung aller betrüglichen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also Gott hat immer wieder versucht, Wahrheit zu bringen und Menschen zu zeigen, wo der Weg ist. Aber dieses System hat immer wieder dieses Werk vernichtet. Und die Menschen gehen verloren, weil sie eher an diesem System festhalten. Also was hat Paulus hier gemeint, als er gesagt hat, das System wird erscheinen, wenn der es zurückhält, erst aus dem Weg ist. Gut, kommen wir fragen ihn, wie es so steht. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Wiederkunft unseres Herrn, im 2. Thessaloniker 2, 1, Vers 10, Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, also jetzt, wenn Jesus wiederkommen soll, lasset euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Es waren also falsche Briefe, die rumgeschrieben wurden und allerhand Dinge. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Es muss also eine Abtrünnigkeit kommen von der Wahrheit. Und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden.
Also Jesus kommt noch nicht, sagt er. Erst kommt eine Abtrünnigkeit. Ja, das macht doch dann keinen Sinn, was die Menschen da draußen lehren. Die lehren genau das Gegenteil. Erst eine Entrückung und dann wird er offenbar. Das macht gar keinen Sinn. Hier, das macht Sinn. Also, Paulus ist Zeit, dann kommt ein Abfall und der Mensch der Sünde hat etwas damit zu tun. Der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Nur das Papsttum hat das getan. Ein Papst nach dem anderen hat angekündigt, dass sie Stellvertreter Gottes sind, Gott auf dieser Erde. Und dass sie Macht sogar haben über Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Ist er in der Welt? Jetzt schon. Schreibt Johannes im 1. Johannes 4, Vers 3. Jetzt schon ist dieser Geist da. Nicht Zukunft, damals schon. Denket ihr nicht mehr daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Also Paulus hier geht weiter und erklärt, er hat es ihnen erklärt, wie kommt das mit dem Antichristen? Und nun zu wisset ihr ja, was noch aufhält. Ganz interessanter Satz. Ihr wisset ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon an der Arbeit. Also, hat Paulus ihnen gesagt, wer es aufhält, ja oder nein? Muss sein, denn er sagt, ihr wisst es ja, was ihn aufhält. Gut, heute wissen wir nicht, was Paulus ihnen erzählt hat. Und warum hat er es nicht aufgeschrieben? Das ist eine andere Frage, die wir auch beantworten müssen. Aber heute wird gelehrt, der Heilige Geist hält auf und dass dieser Antichrist in der Zukunft kommt. Und dann passt nichts, was hier geschrieben steht, soweit. Also wo könnten wir ausfinden, was zurückhält? Nur von den frühen Christen. Denn Paulus hat es ihnen gesagt, was geschehen soll. Er hat es nicht aufgeschrieben aus einem bestimmten Grund. Aber wenn wir zu den Vätern gehen, die ganz frühen Christen, dann könnten wir ja fragen, was haben die unter diesem Satz verstanden von Paulus? Grattan Guinness, Romanism and Reformation, schreibt, hier haben wir einen ganz interessanten Punkt, welchen Paulus hervorhebt und sagt, dass die frühe christliche Kirche wusste, worum es geht. Die frühe christliche Kirche wusste, was dieses antichristliche System zurückhielt. Und diese frühe Kirche sind die einzigsten, die uns sagen können, warum es ging. Also gehen wir mal zu den frühen Christen. Und hier ist Tertullian. Und er schreibt über die Auferstehung. Und er war Bischof 200 nach Christus. Und was schreibt er? Er schreibt, der jetzt hindert, muss hindern, bis er aus dem Weg genommen ist. Was ist dieses System, welches hindert? Es ist der römische Staat. Und wenn der römische Staat zum Fall kommt, durch das er in 10 Königreiche aufgeteilt wird, dann kommt der Antichrist. Ist das nicht eine tolle Sache? Also, Paulus hat ihnen gesagt, wahrscheinlich, wenn der römische Staat aus dem Weg geräumt wird, indem er in 10 aufgeteilt wird, dann kommt der Antichrist. Aber er konnte es nicht aufschreiben, denn damals, wenn man etwas gegen den römischen Staat geschrieben hatte, dann konntest du nicht mehr wirken, dann wurdest du sofort verhaftet. Also er hat es ihnen gesagt und er hat gesagt, ihr wisst ja, was es ist. Ihr glaubt, Jesus Christus kommt jetzt? Nein, da muss erst der Abfall kommen. Und derjenige, der ihn zurückhält, ihr wisst ja, wer es ist, ich habe es ja euch gesagt, der muss erst aus dem Weg, dann kommt der Antichrist. So, die ersten Väter sagen uns, es war der römische Staat und das ist die einzigste logische Erklärung. Also wenn Rom fällt in 10, kommt der Antichrist. Haben die Protestanten es so verstanden, ja oder nein? Hat Martin Luther es so verstanden?
Absolut. Martin Luther hat so verstanden. Calvin hat so verstanden. Alle haben es so verstanden. Hier ist noch einer. Hier ist John Chrysostom und das ist der Bischof von Konstantinopel 390 nach Christus. Er sagt, da ist einer, der zurückhält und wenn er aus dem Weg ist, wenn dieses römische Reich aus dem Weg genommen wird, dann wird der Antichrist kommen. Das ist, was die frühen Kirchenväter gelernt haben. Und das ist die Überlieferung, die sie von den Aposteln bekommen haben. Also, Irenaeus hat das gesagt, Chrysostom hat das gesagt, Jerome hat das gesagt, alle haben sie gesagt, es war Rom. Hier ist noch eins, derweil Cäsar die Macht hatte, war es unmöglich für den Antichristen zu kommen. Erst musste Cäsar zum Fallen kommen, dann kommt der Antichrist. Also dieses antichristliche System hat existiert, seitdem Rom aus dem Weg genommen ist und dann bis zum Ende der Zeit wird es existieren und Christus selber wird dieses System vernichten, wenn er kommt. Also da ist das Zitat und Paulus hat dieses Zitat dieses System identifiziert und da sind viele Geschichtler, die damit übereinstimmen, dass es so sein muss und kann nicht anders sein. 1. Timotheus 3,16 und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Also wir haben ein Geheimnis dieser babylonischen Hure und wir haben ein Geheimnis der Gottseligkeit. Ein Geheimnis der Ungerechtigkeit, ein Geheimnis der Gottseligkeit. Jetzt, was ist das Geheimnis der Gottseligkeit? Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist der wahre Glaube. Erlösung durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns starb. Und diese einfache Wahrheit gegenüber dieser komplexen, werksorientierten, geheimen, okkulten Lehre, ein anderer Babel, ein anderer Weg, ein anderes Tor zu Gott. Dieses System, haben wir gesehen, kommt von Babylon via dem Kabbalismus, endgültig zum Gnostizismus, wurde im geheimen Organisationen verbreitet, durch die Templer, die Rosenkreuzer, die Jesuiten und endgültig die Freimaurer. Und es kommt von Baal-Anbetung, Bel-Anbetung. Und wir haben ja in dem Tempel Bel diese Frau mit dem Kelch in der Hand schon gesehen. Und nur die katholische Kirche ist die einzigste Kirche, die dieses Symbol sich aneignet. Die Frau mit dem Kelch in der Hand. Hier ist ihre Münze, diese Frau mit dem Kelch und der Sonnenkultus, der babylonische Sonnenkultus ist in diesem Kelch und sie nennt sich Fides. Fides. Angeblich soll das Glaube heißen. Aber, wie wir gesehen haben, 33 Grad Freimaurer Albert G. Mackey, A Manual of the Lodge, schreibt, dass Fides ist die Göttin des Gelübdes. Es ist Göttinanbetung. Und wir beten diese Göttin unter verschiedenen Namen an, vor allem Fides. Interessant. Das System haben wir gesehen von Horus, gebraucht dieses Symbol da, das hier kommt aus Morals and Dogma, dieses Symbol als Zeichen, um zu zeigen, dass sie hohe Priester sind. Und der Priester von Horus trägt dieses Zeichen, dieses maltesische Kreuz. Und wir haben es da an der päpstlichen Kleidung. Es kommt von Babylon, die hohen Priester Babylons hatten den Fischtalar und den Fischkopf, denn sie waren Priester Dagons, Dagfischon, dieser Fischgott, der im
Euphrat Leben schenkte. Und endgültig ist dann dieser Fischleib umgeändert worden in ein rotes Kleid. Aber der Fischkopf bleibt heute noch als Mitter der Päpste und der Bischöfe. Das waren die babylonischen Priester und sie hatten Weihwasser und sie segneten ihr Volk mit geheiligtem Wasser, genau wie die Päpste und die Bischöfe in der Welt es heute tun. Der hohe Priester musste anerkannt werden als eine Gottheit auf Erden. Er musste vor ihm niedergebeugt werden, ursprünglich der Fuß geküsst werden und der Ring. Die alten Päpste hatten noch beide Systeme, heute genügt es angeblich, um den Ring zu küssen. Und Historie della Magi schreibt Eliphas Levi, dass die Gnostiker, die gnostische Religion, durch Simon Magus gegründet wurde. Das war derjenige, der sich aufgeregt hatte, weil Petrus ihm zurechtwies, als er den Heiligen Geist kaufen wollte. Und er ist dann nach Rom gegangen und wurde der hohe Priester zum Kaiser Nero. Und dieses System, Simon Magus, wurde dann gleichgesetzt mit Simon Petrus für die Goyim, für die Außensteher. Aber es ist Simon Magus System, eine Vermischung des Christentums mit dem Heidentum. Außerhalb der Kirche aller Götter in Rom steht dieses Bild hier mit dem Elefanten untern und dann die Säule, die Sonnensäule und das Kreuz obendrauf und natürlich der Stein unten als Maurerstein. Der Elef ist der Bulle, Elef ist der Alpha, der Erste. Im Osten ist der Bulle das Symbol Luzifers, des Sonnengottes. Und somit haben wir hier ein System, welches ruht auf dem Heidentum. Das Weib war mit Purpur und Scharlach bekleidet, übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel. Da sehen wir die Kleidung der Päpste. Wir sehen ihre Rituale mit viel Reichtum und Gold und Pracht und Prahl. Und sie werden wie Götter behandelt. Und Götzendienst war natürlich Teil dieses Systems. Damals gab es Götzendienst, heute ist es nicht viel anders. Hier haben wir genau das Gleiche. Man beugt sich vor einer Figur. Und die Bibel sagt, dass das verboten ist. Aber es ist natürlich nicht nur, wenn man sich vor einer Figur hinbeugt, dass man Götzendienst hat. Götzendienst kommt heute in vielen Formen. Zum Beispiel die Sportwelt. Alle diese großen Sportorganisationen sind auch freimaurerisch unterwandert und gehören ihnen. Darum haben wir ja hier die größte Fußballmannschaft der Welt, hat als Symbol den Teufel. Freimaurersysteme, Freimaurer überall, all die großen Sportorganisationen werden gesteuert. Und eigentlich ist es schon eine Religion. Jedes Zeichen hier ist freimaurerisch. Die großen Sportorganisationen, alle, haben entweder den Drunenstern oder den Doppelstern, sogar haben sie den doppelköpfigen Adler und dergleichen in sich. Da ist der doppelköpfige Adler in St. John's FC, der Finger und alle diese Zeichen. Titan war der griechische Name Satans. Und Pegasus, der Gott des Todes und so weiter. Sonnensysteme. 2. Mose 32, Vers 2 bis 6. Aaron sprach zu ihnen: Reiße die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringet sie mir. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Also Israel wollte immer schon den Götzendienst. Als Aaron solches sah,
baute er einen Altar vor demselben und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Also mit all diesen Ringen hat er dann dieses Kalb hergestellt. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer. Danach setzte sich das Volk nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf zum Spielen. Interessanter Text. Was für ein Spiel haben sie denn gespielt? Was waren die Spiele, welche die Ägypter spielten, als sie mit ihren Götzen zusammen waren? Welche Spiele gab es da? Und UNESCO kann uns helfen. Sie werden uns sagen, welche Spiele es waren. UNESCO haben wir ja das System schon studiert, worum es da eigentlich geht. Und sie sagen, was gespielt wurde, war Sport. Polo zum Beispiel, ein persisches Spiel, ist gewidmet dem Sonnengott. Und wenn man ein Tor hatte, ein Tor schoss, dann war das der Sieg des Sonnengottes gegen seinen Gegner. Eigentlich der Sieg dann in diesem Sinne Luzifers über Christus, worum es eigentlich geht. Und der Ball ist ein Sonnensymbol. Und dann schreibt UNESCO hier in ihrem großen Werk, The Sun in Mythos, UNESCO schreibt, dass Fußball, Hockey, Basketball, Cricket, alle diese Sportarten sind Sonnenanbetungssportarten. Und sogar das Feld hat in Baseball zum Beispiel die Form des Sonnenarms. Und das Feld und wie gezählt wird und so weiter. Und diese Zeremonie hat zu tun auch mit einem Fertilitätsritus. Da in Olympischen Spielen, in den ersten, ging das ja ganz anders vor heute. Damals hatten sie überhaupt keine Kleider an. Dann hatten sie über die Geschichte viel mehr Kleider an. Und heute haben sie schon wieder fast gar keine an. Also ist ja interessant, wie das läuft. Dann schreibt UNESCO auch, dass diese ganze Gilgamesch-Geschichte den Sport herbeigefügt hat. Denn diese Gilgamesch-Epik erzählt, wie Gott, dieser Gott, von denen einen Stock gemacht hat, mit dem er die Bälle in ein Loch oder ein Tor oder sowas ähnliches hineinschoss. Auch erzählt uns UNESCO, dass die olympische Torch, Fackel, auch ein Sonnensystem ist und dass es nach okkultischen, astrologischen Regeln gespielt wird, alle 4 Jahre, so wie es durch den Zodiac geht. Bei Barcelona hatten sie dann auch natürlich die ganzen Planeten in der Luft, überhalb des Stadions und jedes Mal wird eines der Göttersiegel dargestellt. Herkules-Sieg oder eines dieser. Also das ganze System des Sportes. Es wird auch erzählt, dass noch mehr als nur Sport mit diesem System zu tun hat. Nämlich einige Aspekte der Architektur, der Philosophie, der Festzeiten, Völkerübertragungen, Tanz, Musik und so weiter waren alles den heidnischen Göttern gewidmet. Und so geht es weiter. Also wenn wir die Olympischen Spiele betrachten, haben wir da bei diesem Kapstadter Bund, den sie versucht haben, da Baal-Hadad, da ist Baal-Hadad, da ist Baal-Hadad, da ist ein Yantra, da ist Baal-Hadad, da ist Baal-Hadad. Das ist interessant. Es geht immer um Baal-Anbetung. Und das Papsttum steht auch hinter dem Sport, denn durch die Freimaurerei, durch diese Machtsorganisationen, wird es gesteuert. Hier in St. Louis segnet der Papst ein Hockeyhemd. A fine hockey shirt. Also Sport, eine ganz wichtige Organisation. Und steht auch unter dem Schutz dieses Systems. Also wie beten wir Gott an? Wo liegt unser Herz?
Es ist Luzifer egal, ob die Hände in die Luft gehen bei einer christlichen Organisation, die Jesus Christus ablehnt und die Gebote ablehnt, oder ob das auf einem Sportfeld geschieht. Das ist ihm egal, solange es geschieht. Und diese Art, die daher beigebracht wird, ist nichts anderes als die alte Gilgamesch-Epik, die ausgeübt wird. Das ist St. John's Lateran und da sind interessante Schilder da auf dieser Kirche. Das ist die Hauptkirche in Rom, wo der Papst auch eingeweiht wird. Und da steht Imater Ecclesia, die Mutter der Kirchen. Offenbarung 17, Vers 5 nennt sie die Mutter der Huren. Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Offenbarung 18, Vers 7. Jesaja nennt sie auch schon in Kapitel 47, Vers 8. Ich bin's und sonst niemand. Ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch die Beraubung meiner Kinder erfahren. Also sie glaubt, sie wird die Macht behalten. Und im Jahre 2000 hat der Vatikan dann auch dieses Dominus Iesus rausgebracht, wo Kardinal Ratzinger gesagt hat, wir sind die Mutter und nicht die Schwester aller Kirchen. Wir sind das Oberhaupt. Dieser Wein, dieser Hurerei, ist ein Wein, der sehr verführerisch ist. Nummer eins, es ist eine Sünde, um sich von der katholischen Kirche zu trennen und nicht ihr die Anerkennung zu geben. Das steht ihr ganz deutlich in ihrem Katechismus, dass Trennung oder heretische Lehren ist, um etwas zu glauben, was das Papsttum nicht glaubt, eine Sünde ist, die bestrafbar ist. Und das katholische Enzyklopädie von 1911 hat gesagt, es gibt keine größere Übertretung als heretische Aussagen. Und wir haben ja gesehen, dass Heretiker, um ein Heretiker zu sein, ist, um das zu glauben, was dein Gewissen dir sagt und nicht, was das Papsttum dir sagt. In Western Watchman in 1914 haben sie schon geschrieben, der Protestantismus ist keine Religion, war nie eine Religion. Das Beste, was darüber gesagt werden könnte, ist, dass es eine Form der Vergewaltigung und Diebstahl war, welches sich als Religion aufspielte. Wow. Ziemlich harte Worte. Beim Konzil zu Trier hat der Papst Paulus III. Die Protestanten eingeladen, wie wir gesehen haben. Aber alle Doktrinen, die die Reformer befragt haben, wurden wieder bestätigt. Und der Sabbat war eines der Hauptgründe, warum das Papsttum da siegen konnte. Denn der Protestantismus hat nicht zu seinem Sola Scriptura gehalten und dann konnte das Papsttum sagen, seht, ihr ehrt uns und nicht eurem Sola Scriptura. Also die Transubstantiation, wie sagt man das in Deutsch? Transubstantiation in Englisch, wo das Brot wirklich umgesetzt wird in den Leib Christi, also wirklich ein Opfer darstellt, das wurde innegehalten. Rechtfertigung durch Glauben und Werke wurde innegehalten. Die Messe, die ein uralter babylonischer Kultus eigentlich ist, wurde innegehalten. Die sieben Sakramente führen zum Heil, wurde innegehalten. Jesus Christus wird ersetzt durch sieben Sakramente. Das zelibate System wurde innegehalten. Fegefeuer wurde behalten. Man konnte sich loskaufen von den Sünden, das wurde bestätigt. Und die päpstliche Macht wurde noch mehr bestätigt. Der Ultramontanismus siegte hier und der Papst wurde der unfehlbare, mächtige Stellvertreter hier auf Erden. Die Transsubstantiation sagt, dass die Würde des Priesters ist gewaltig, denn in seiner Hand, so wie in der Magd Maria, wird ein Stück Brot zu Gott. Es ist mehr als die Welt zu erschaffen. Und Kanon 1 von dem Konzil zu Trier sagt, wenn einer leugnet,
dass Jesus Christus tatsächlich und wirklich mit Leib und Blut in dieser Hostie gegenwärtig ist. Wenn einer das leugnet, dann ist er verflucht, er ist ein Anathema. Also Jesus Christus wird wieder und wieder gekreuzigt, jedes Mal, wenn so ein Opfer gebracht wird. Aber Hebräer 10, Vers 14 sagt doch eindeutig, denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Also es kann nur ein Symbol sein dieses Opfers, es kann nicht ein wirkliches Opfer sein, denn dann wäre das nicht die Wahrheit. Also diese Lehre wird in der ganzen Welt verbreitet und dieser Wein, dieser Hurerei wird angenommen und akzeptiert durch Alt und Jung. Vergeben durch der Sünden, Lukas 5, Vers 21, steht geschrieben, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Sie wollten Jesus steinigen. Und Jesus antwortete, damit ihr aber wisset, dass des Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Jesus Christus ist der Einzige, der Sünden vergeben kann. Aber das Papsttum sagt, es kann Sünden vergeben. Hier steht geschrieben, ich darf Sünden vergeben, ich habe die Macht. Und Gott selber muss sich unterstellen dem Urteil des Priesters und verzeihen oder nicht zu verzeihen, so wie es der Priester sagt. Also wenn der Priester sagt, dir ist nicht verziehen, muss Gott sich unterstellen. Wer ist dann mächtiger, Gott oder der Priester? Hier ist der Priester mächtiger. Maria als Mittlerin. Der Sünder, der direkt zu Christus geht, geht dahin mit Beben und Zittern. Aber wenn er die Mittlerin, Maria, gebraucht, dann hat er Zugang zu Gott. Und sie braucht nur ihm ihre Brust zu zeigen, dann gibt er Ruhe. Das ist ein schreckliches Zitat. Also die katholischen Heiligen haben immer gesagt, nur durch Maria ist da Erlösung, nicht durch Jesus Christus, durch niemand anders. Unsere Erlösung ist abhängig von Maria. Keiner wird gerettet ohne die Mittlerschaft Marias. Und dann gab es natürlich hier in 1950 das große Dogma Marias leiblicher Aufnahme in den Himmel. Und dann hatten wir das alte babylonische System wieder vorhanden. Das alte babylonische System, wo da eine Muttergöttin im Himmel war. Und Maria soll Göttin werden. Es gab etliche Millionen, 5 Millionen Gläubige, die eine Unterschrift gaben und forderten, dass der Papst Maria als Göttin erklärt. Papst Johannes Paulus war dem nicht abgeneigt und Kardinal Ratzinger hat offiziell gesagt, es gibt keine Lehre, die dagegen steht. Sie haben es noch nicht gewagt, um es öffentlich zu sagen, denn das würde, die Ökumene einen schlimmen Stoß versetzen. Also eine weibliche Gottheit in dem Katholizismus ist eine Tatsache. Außerhalb des Katholizismus sehen Sie es vielleicht noch nicht. Tradition und Unfehlbarkeit, welches ist wichtiger? Die Bibel. Textus Recepticus, verbotenes Buch, noch immer. Aber die Modernen, die werden akzeptiert. Kein anderer Name, katholische Kirche? Ja, man kann erlöst werden durch irgendeinen anderen Namen, nicht nur durch Jesus Christus. Und somit werden die Weltreligionen zusammengerufen wegen diesem Wein ihrer Hurerei. Und das Papsttum und die Ostreligionen, und der Islam und hier das Satanskreuz mit einem emaziierten Jesus dran, das ist eine Blasphemie. Es ist Isis Horus Seb Anbetung und hat nichts mit Jesus Christus zu tun. Auch das Sonnenrad hier, das große 8-Strahl Sonnenrad, das Rad in einem Rad, Thron, Luzifers. Mithraismus ist, was Katholizismus ist und nichts anderes. Denn wenn man in dem Mithraismus war, hatte man 7 Grade. 7 ist interessant, wieder die Gotteszahl.
Und wenn man den höchsten Grad erreichte im Mithraismus, dann war man Pater, Vater. Und man bekam eine Gemeinde. Jetzt, welche Religion wird ein Prediger Vater genannt und bekommt eine Gemeinde auf dieser Erde? Nur eine, die katholische Kirche. Es ist Mithraismus. Und dieser mithraistische Kult ist das katholische System. Es ist ein okkultisches System. The Congress of Wandering Bishops, eine total okkulte Organisation, die hinter den Kulissen den Okkultismus befördert. Und alle Religionen unter einem Dach, ob das Hinduismus, Buddhismus, Islam ist, alle sind sie dem Papst unterstellt. Aber die Bibel sagt nicht nur, durch diesen Wein, diese falsche Lehre, dass man erlöst werden kann durch dem System und ohne Jesus Christus wird die Menschen verführen. Aber Offenbarung 17, Vers 2 sagt, mit welcher die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Also die Könige der Erde wissen auch, dass sie dieses System nicht umgehen können. Und so haben wir die großen Führer und leitenden Figuren. Damals Lech Walesa hat eine große Rolle angeblich gespielt. In dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Adolf Hitler, immer mit dem Papsttum zusammengearbeitet, hier mit dem Vatikan. Der Papst und der Führer, Papst Pius XII., gut bekannt, dass er bekannt war als Hitlers Papst. Da ist Gorbatschow mit dem Papst, da ist unser Mann von Kuba mit dem Papst, die Königsfamilie mit dem Papst, der Prinz mit dem Papst, die islamitischen Regierungen mit dem Papst, die amerikanische Regierung mit dem Papst, da ist Margaret Thatcher mit dem Papst, da ist Jimmy Carter, die Japaner mit dem Papst, die ganze Welt ihm unterstellt, da ist der jetzige Präsident und der erste Minister von England mit dem Papst, da sitzen sie unter Ignatius Loyola mit dem Papst zusammen. Ja, und wer weiß, wer die nächste Wahl gewinnt. Wird es Bush sein oder wird es John Kerry sein? Es kommt ja aus eurer eigenen Zeitung, hat mir einer hier so lieb, um mir das zu geben. Mittwoch, dem 4. Februar 2004. Ganz eindeutig wird hier gesagt, Wohlkampf der Schädelgruftis. Also wenn der jetzige Präsident die Wahl gewinnt, er ist Skull and Bones Mitglied. Und wenn sein Gegner John Kerry gewinnt, der ist auch Skull and Bones Mitglied. Also ist doch ein Witz, ist das nicht? Also die Könige der Welt arbeiten zusammen mit diesem System. Offenbarung 17, Vers 6 gibt uns noch ein Clou. Sagt, und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu und ich verwunderte mich gar sehr, als ich sie sah. Die katholische Kirche hat mehr Blut an der Hand als irgendeine andere auf dieser Welt. Nur eins hier, Bartholomäusnacht, welch ein Glockengeläute und eine Medaille wurde gedrückt, weil diese Tausenden von Hugenotten ausgerottet wurden. Was von den Waldensern, die ausgerottet wurden? Was von den Albigensern? Was vom 30-jährigen Krieg? Was vom 100-jährigen Krieg? Was von den Hussiten, die von der Landkarte entfernt werden mussten? Ein Krieg nach dem anderen gegen die, die sagten, die Bibel und die Bibel allein, Jesus Christus ist mein Erlöser. Dieses System ist das Einzigste, das an allen diesen Texten in Offenbarung 17 erkannt werden kann. Thomas Aquinas, der zitiert wird heute durch die jetzigen Päpste als der größte Philosoph der katholischen Kirche, hat gesagt, Heretiker müssen zu Tode verurteilt werden, genau wie andere Kriminelle. Und die katholische Kirche gibt zu, ja, sie hat verfolgt und Heretiker hat sie durch Gewalt beseitigt. Der jesuitische Schwur, den haben wir ja durchgearbeitet, brauchen wir nicht wieder durcharbeiten, wie sie Köpfe zerschlagen werden, Kinder rausreißen werden, schrecklicher Schwur. Und dieses System
ist das Einzige, das hier passt. Die Inquisition mit all ihrem Gräuel, diejenigen, die sagen, dass sie selber entscheiden dürfen, sind Heretiker. Offenbarung 17, Vers 7, und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen, des Tieres, das sie trägt, welches die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Also es war, ist nicht mehr, wird aus dem Abgrund hervorkommen. Das ist eine Gegenwart, einen Tod und eine Auferstehung. Es ist der Antichristus. Christus hatte ein Leben, ein Tod und eine Auferstehung, und dieses ein Quasi-Leben, Tod und Auferstehung. Aber es gibt noch ein paar mehr interessante Details hier. Also dieses Tier, dieses politische, religiöse System, das war, ist nicht mehr, wird aus dem Abgrund heraufkommen, ist nicht von oben, es ist eine satanische Lehre, und ins Verderben laufen. Und die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind im Buche des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Im Englischen ist die Übersetzung, glaube ich, ein bisschen besser. The beast that was and is not and yet is. Hier haben wir den Gedanken auch, dass das Tier, das war, nicht ist, aber doch ist. In anderen Worten, es ist eine Fälschung, es ist eine Lüge, das ganze System ist ein Lügensystem. Da war nie wirklich eine tödliche Wunde in diesem Sinne. Also es wird geredet von einer Ist-Nicht-Zeit. Es war, ist nicht, aber ist doch, wird kommen. 1798 empfing es eine tödliche Wunde. Das Papsttum wurde zu Ende erklärt. Die politische Macht wurde ihm entnommen, und wenn es keine politische Macht hat, dann qualifiziert es nicht als ein Tier, denn nach Daniel Kapitel 7 ist ein Tier eine politische Macht. Aber diese politische Macht hat sie ja wieder zurückbekommen in 1929, als es wieder ein politischer Staat war. Also das Tier war nicht und ist wieder. 1854, Dogma der unbefleckten Empfängnis. Also während dieser Wunde, während dieses Ich-Nicht-Ist-Nichts-Stadium, geht es eigentlich dogmatisch recht gut mit diesem Tier. Denn erstens ein Dogma der unbefleckten Empfängnis. Maria wird angehoben als auf gleicher Ebene wie Jesus Christus. 1870, die Unfehlbarkeit. Jetzt ist er offiziell Gott auf Erden. 1929, als er diese Beherrschung wieder zurückbekam, hat er sich thronen lassen, offiziell als oberster Herrscher der Welt. 1951, das Dogma Maria Himmelfahrt. Jetzt haben sie eine Göttin im Himmel, wie wir gesehen haben. Und das alte babylonische System ist seit 1951 vollkommen wiederhergestellt. Wir haben jetzt ein Babylon, was Lehre betrifft, auf diesem Planeten. Also in Vorbereitung, augenblicklich, was sie inoffiziell, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist, haben sie Maria erklärt als Advokat, Mittlerin und Miterlöserin. Das ist schrecklich. Jetzt haben sie offiziell Jesus beiseite gelegt und haben einen anderen Mittler. Offenbarung 17, Vers 9. Hierher, wer Verstand, wer Weisheit hat, überlegt euch mal, die 7 Köpfe sind 7 Berge, Oros Berge, auf welchen das Weib sitzt. Also dieses religiöse System sitzt auf diesen politischen Mächten. Sie hat in sich die Philosophie der Griechen,
Sie hat Symbole und Lehren und Recht von Medo-Persien. Sie hat römisches Recht in sich und so weiter. Und sind sieben Könige. Fünf sind gefallen. Der eine ist da. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, darf er nur eine kleine Zeit bleiben. Also, wenn dieses System wiederkommt, nur eine kurze Zeit, was passiert dann? Dann kommt Jesus und tschupp, weg mit allem. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und ist einer von den sieben und läuft ins Verderben. Das hört sich ja sehr konfus an. Aber eigentlich ist es nicht so kompliziert. Es gibt verschiedene Auslegungen und ich möchte heute Abend nicht sagen, das ist die richtige und das ist die falsche. Denn ich glaube, man kann es so sehen, wie alle diese Personen gesehen haben, ohne dass es einen riesen Unterschied macht in meiner eigenen persönlichen Erlösung oder irgendeinem. Das ist ein Verständnis einer Prophetie und ob man die in Vollkommenheit versteht oder nicht, wird nicht viel Unterschied machen in unserer Erlösung. Also wir schauen mal, was haben die verschiedenen Persönlichkeiten zu diesem System gesagt. Erstens möchte ich nur sagen, dass Köpfe in der Bibel sind Symbole für Königreiche und nicht für bestimmte Könige. Zum Beispiel in Jeremia 51, 24, 25, nun aber will ich Babel und allen Bewohnern Chaldeas alles Böse vergelten, das sie Sion angetan haben vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, du Berg, das ist hebräischer Parallelismus, Babel, Berg, des Verderbens, der du die ganze Erde verdirbst, an dich, spricht der Herr, lege ich meine Hand und wälze dich von dem Felsen herunter und mache dich zu einem ausgebrannten Krater. Ein König nach Daniel Kapitel 7 steht in diesem Sinne für das Königreich. Also wenn die Bibel redet von Bergen, glaube ich persönlich nicht, dass es geht um bestimmte Könige, denn es gibt einige Auslegungen, die nehmen die letzten Päpste, die letzten acht und sagen, okay, jetzt warten wir noch auf einen Papst und dann ist es vorbei oder wir warten auf zwei oder was auch immer. Ich glaube, dann sind wir auf gefährlichem Grund. Die Bibel funktioniert nicht so, meiner Ansicht nach. Ich glaube, es geht um politische Systeme. Es geht um Berge. Und da gibt es ein ganzes Paar Auslegungen. Eine der ersten Auslegungen, die ziemlich allgemein verkündigt wird, und ich habe kein Problem mit dieser Auslegung, ist Interpretation 1. Also, wer sind diese sieben Königreiche? Also hier angefangen bei der Zeit des Johannes, also in der Zeit, wo Johannes lebt. Sie sagen, wir fangen da an. Johannes schreibt diese Prophezeiung, wir fangen mit Johannes Zeit an. Johannes hat gelebt in wessens Zeit? Welches Reich hat regiert? Rom hat regiert. Also sagen sie, gut, wir fangen da an und dann schauen wir mal, wer die sieben Häupter sind. Fünf sind gefallen. Also wer können die fünf sein? Sie sagen, well, dann nehmen wir die Hauptnationen, die gegen Israel waren. Und dann sind die fünf, die gefallen sind, Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Zur Zeit Johannes hat Rom regiert. Und eins ist noch nicht gekommen, das wird das Papsttum sein. Und dann endet man mit dem Papsttum als das System, das hier aufgezählt wird. Gut, es scheint eine logische Erklärung zu sein. Es endet mit Papsttum und ich glaube, dass das Papsttum eine ganz wichtige, die wichtigste Rolle spielt in der Endzeit nach diesen Systemen. Aber ich habe ein paar Probleme mit dieser Auslegung. Zum Beispiel, welche Macht lasse ich weg? Wenn ich hier anfange mit Ägypten, Assyrien und so weiter und Babylon, welche lasse ich weg? Denn es gab natürlich auch andere, die ein Problem verursachten. Und dann ist auch noch ein Problem, wo ist der Achte? Versteht ihr? Aber ich glaube, das ist eine gute Auslegung.
Und wenn einer das akzeptieren will, so, es wäre nicht viel verkehrt dran, denn das Papsttum ist ja das Endgültige. Also hier ist ein Text aus Hesekiel, wir brauchen ihn nicht lesen, da werden die Gegner Israels genannt, da wird Ägypten genannt, die Philister werden genannt, die Assyrier werden genannt, die Chaldeer werden genannt und so weiter. Also Philister müsste man da schon weglassen und man müsste wählen. Ich wähle die Ägypter und ich wähle die Assyrier und ich wähle Babylonier, aber naja, es bleibt arbiträr. Und man hat nicht ein schönes, deutliches System. Also die zweite Auslegung, die sehr bekannt ist weltweit und die auch sehr viel Nachfolger hat, und mit der habe ich auch kein Problem, Interpretation 2, weil Daniel die Grundlage für das Buch Offenbarung ist, ist es logisch, um mit Daniel anzufangen. Daniel fängt an, wo? Mit Babylon. Also mit Daniel als Grundlage fangen einige bei Babylon an und zählen von der Offenbarung 17 genannten Zeit. Also nicht die Zeit, wo Johannes gelebt hat, sondern die Zeit, die er beschreibt in Offenbarung 17. Also dann passen die Köpfe so rein. Und die Auslegung wäre dann, die fünf, die gefallen sind, sind dann Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Papsttum. Und Offenbarung 17 ist offensichtlich eine Zeit, wo das Tier auf dem, wo die Frau auf dem Tier reitet, aber die Könige haben ihr noch nicht die Vollmacht gegeben, die sie sucht. Also sie ist in dem Ist-Nicht-Stadium, tödliche Wunde-Stadium. Also einer ist, verwundetes Papsttum, und einer ist noch nicht gekommen, die endgültige Vereinigung unter dem Papsttum. Das war so eine gute Auslegung. Nicht viel unterschiedlich, enden auch mit Papsttum, nur ein bisschen mehr Detail. Und wenn einer die glauben will, das wäre auch nicht problematisch. Was sehe ich problematisch dran? So ein paar Kleinigkeiten. Was von den anderen Mächten, die genannt werden? Es gibt ja auch ein Tier, das genannt wird in Offenbarung 11, das von unten her vorkommt. Es gibt das Tier mit den zwei Hörnern, das eine ganz wichtige Rolle spielt, in Offenbarung 13. Also da sind ein paar andere Mächte, die genannt werden. Und was von dem achten? Das ist wieder nicht hier genannt. Aber ich glaube, das ist nicht ein schlechtes System. Ich glaube, das ist sehr nah dran. Offenbarung 17,17 sagt, dieses Tier, das sie trägt, welches die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat, das war, ist nicht mehr, wird aus dem Abgrund herauskommen. Und das Einzige, das aus dem Abgrund hervorkam, war in Offenbarung 11 rund um die Französische Revolution, diese Macht, die da anfing zu wachsen, wegen den geheimen Organisationen, welche zu den Königen der Welt gingen, durch die Jakobiner und die Freimaurer, und alle sammelten für den großen Tag. Und sieben Könige, fünf sind gefallen, der eine ist, und dann ist da der achte. Also hier ist noch eine Auslegung, die ist fast wie die vorige, mit ein paar Änderungen. Also wir fangen wieder mit Daniel als Grundlage an, denn das ist irgendwie logisch, denn Daniel ist der Schlüssel für Offenbarung. Und wir bleiben bei dem Gedanken, dass wir zählen von der in Offenbarung 17 genannten Zeit, wie die vorige. Und dann haben wir das Folgende. Fünf sind gefallen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Papsttum. Und zwar zu der Zeit, als es Staat und Kirche vereint waren. Es war also eine religiös-politische Macht. Staat und Kirche zusammen, die mittelalterliche Zeit vor der tödlichen Wunde. Einer ist ein angeblich verwundetes Papsttum. Es ist nicht, aber ist doch. Also dieses Papsttum hat angeblich keine Macht, denn das ist, was sie gerne wollen, dass die Menschen denken müssen.
Aber in dieser Zeit, Maria wird angehoben, sie fährt gen Himmel, der Papst erklärt sich als oberster Führer der Welt. Alle diese Dinge fallen da in Platz. Und eigentlich hinter den Kulissen arbeiten andere, um seine Ideologie zu befördern. Also einer ist angeblich verwundetes Papsttum. Es ist nicht, aber es ist doch. Es ist also noch kein religiös-politisches System. Staat und Kirche sind noch nicht vereinigt, wie er es gerne haben möchte. Denn der Protestantismus stand dem ja im Weg. Und jetzt will er gerade den Protestantismus gebrauchen, um dieses Problem für ihn zu lösen. Das wäre ja schön. Dann kriegt er nicht die Schuld, sondern der Protestantismus kriegt jetzt die Schuld. Und es wird geführt, dieses Ich-Nicht-Stadium, durch die Geheimorganisationen, die aus dem Abgrund Offenbarung 11 hervorkommen. Dann haben wir das Tier von Offenbarung 11 eigentlich hier schon verbunden in diesem System. Wer ist noch nicht gekommen? Das Bild des Tieres. Diese religiös-politische Vereinigung unter dem lammartigen Tier, dem lammähnlichen Tier. Und das ist doch das Bild des Tieres, das endgültig wieder Staat und Kirche vereinigen wird. Und der achte, wer ist dann das? Das ist die neue Weltordnung, endgültige Vereinigung unter dem Papsttum. Aber eigentlich ist es dasselbe als das siebte, denn das steckt eigentlich dahinter. Macht das nicht irgendwie Sinn? Okay, das ist, was ich so denke, wie es vielleicht so sein könnte. Das ist eine Auslegung, die ich vielleicht vertreten könnte. Ich habe nichts dagegen mit den anderen, die kommen aufs Gleiche draus. Es ist nur ein bisschen mehr Detail drin und all die Mächte sind da. Wir haben das Tier, das in Offenbarung 11 hervorkommt, drin. Wir haben das Tier, das Lammartige mit den zwei Hörnern drin. Und wir haben das Achte, denn eigentlich das Siebte wird von dem eigentlich gesteuert. Und so haben wir alle zusammen. Offenbarung 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, welche noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige auf eine Stunde mit dem Tier. Also für eine kurze Zeit wird es ein politisch-religiöses System geben, so wie es im Mittelalter im Kleineren war, jetzt im weltweiten Bereich. Also es wird so eine Zusammenkunft geben. Jetzt, ob diese 10 Könige wirkliche 10 Könige sind, ist, glaube ich, nicht die Sache. Die 10 ist eine vollkommene Zahl. Die Könige der Welt, sagt die Bibel, werden ihm nachfolgen. Die ganze Welt folgt ihm. Alle sind damit eingeschlossen. Interessant nur ist, dass der Club von Rom die Welt in 10 aufgeteilt hat und dass sie Führer aus Königshäusern über jede Region, jedes Gebiet stellen wollen. Und sogar die Führer, die jetzt im Westen an der politischen Spitze sind, wenn wir die nachfolgen, kommen sie auch aus Königshäusern hervor. Aber das ist nur eine okkulte Spekulation, ob das so ist oder nicht. Mir genügt es, wenn die Könige der Welt ihre Macht dem Tier geben. Sie haben einerlei Ansicht und ihre Macht und Gewalt übergeben sie dem Tier. Das ist, was sie wollen. Staat und Kirche wird wieder zusammenarbeiten. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Sie kämpfen gegen diejenigen, die sagen, die Bibel und die Bibel allein. Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus allein. Aber die gute Nachricht, das Lamm wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren und der Könige, der König der Könige und mit ihm die Berufen, Auserwählten und Getreuen. So, wenn wir treu sind, haben wir nichts zu fürchten. Dieses System wird kein angenehmes System sein, so wie wir gesehen haben. Es wird einem Faschismus gleichen und es wird so wie im Mittelalter keine Mittelschicht geben, sondern nur Vieh und Auserwählte. Offenbarung 17, Vers 15, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Es geht also um alle in der Welt, nicht nur um 10.
obwohl die Welt in 10 Regionen aufgeteilt werden soll. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, die das und das Tier, diese werden die Hure hassen. Interessant. Und sie einsam machen und nackt und ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Ja, was war die Strafe damals unter dem jüdischen System, dem levitischen System für eine Hure? Sie wurde gesteinigt. Aber was, wenn es die Tochter eines Priesters war, die Hure war? Was passierte dann? Dann wurde sie verbrannt. Interessant. Hure hassen und sie einsam machen und nackt und ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen. Das ist Gottes permissive will. Er erlaubt es. Man muss immer das jüdische Denken verstehen. Gott hat einen ursprünglichen Willen. Er möchte, dass alle Menschen glücklich sind und für ewig leben. Gott hat einen Willen, den er erlaubt. Er erlaubt diesen Chaos und diesen Entschluss, damit die Menschen zu ihren Sinnen kommen. Und er hat einen endgültigen Willen, dass alle Menschen glücklich sind und für ewig leben. Das ist so, wie das Judentum denkt. Also wenn einer tut, was gegen Gott ist, dann ist es eigentlich mit Erlaubnis von Gott und dann ist es quasi sein Wille, obwohl es natürlich nicht sein direkter Wille ist. Man muss es so verstehen. Also Gott hat ihnen ihr Herz gegeben, weil sie es wollen. Sie wollen selbst so entscheiden, seine Absicht auszuführen und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Und das Weib, das du gesehen, ist die große Stadt, welche königliche Macht über die Könige der Erde besitzt. Also Babylon, dieses religiöse System, regiert über diese Könige. Und endgültig werden sie sehen, an den Folgen ihres Entschlusses, dass sie verkehrt gewählt haben. Und am Ende kocht der Hass über und sie vernichtigen selbst die Hure. Und die Welt wird sehen, wer sie verführt hat und warum. Aber leider zu spät. Es ist zu spät. Offenbarung 17, und es kam einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatte, und sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wasser sitzt. Es hat keinen Sinn, diesem System zu folgen. Es wird nicht siegen. Jesus Christus wird siegen. Jeremia sagt, die Chaldäer sind gekommen. Er sagt, kommt aus ihr raus, mein Volk, und Gott wird euch behüten. Stecht alle ihre Pfarrer nieder und führt sie zur Schlachtbank hinab. Wehe ihnen, denn ihr Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Damals ist Babylon gefallen, endgültige Babylon wird auch fallen. Jeremia 15 schreibt, man hört ein Geschrei von denen, die aus Lande Babel entronnen und geflohen sind. Und zu Sion die Rache des Herrn, unseres Gottes. Dieses Bild wird wiederholt im Neuen Testament. Das Schwert über die Chaldäer und über die Bewohner von Babylon. Wie sie damals verloren haben, so werden sie jetzt auch verlieren. So gehe nun, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu und verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Frage: Sind wir noch hier, wenn der Zorn Gottes kommt? Ja oder nein? Ja, wir sind noch hier. Hier ist keine geheime Entrückung. Darüber werden wir noch reden in einem Vortrag. Also verbirgt euch so eine kleine Weile. Wenn der Zorn Gottes kommt, Gott wird uns behüten. Denn siehe, der Herr wird von seinem Orte ausgehen, die Bosheit der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren, und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Gott kommt mit Vergeltung. Jesaja 26, 2021. Es gibt eine Auferstehung. Und was sagt Jesaja, was passiert mit Leviathan?
An jenem Tage wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwerte heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Krokodil am Meere töten. Das ganze System wird zu Ende kommen. Satan wird nicht siegen. Danach hörte ich, wie eine laute Stimme einer großen Menge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und der Ruhm und die Kraft gehören unserem Gott, denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Es kommt eine Vergeltung, und darauf können wir uns freuen. Ich sah das Tier, die Könige der Erde, ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde sitzt. Stellt euch vor, sie kämpfen gegen Gott, indem sie Gottes Volk angreifen. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet. Beide. Also Katholizismus und das Bild des Tieres, dieser Protestantismus, der genau das Gleiche tun wird. Und was ist mit ihnen passiert, die das Malzeichen des Tieres auf die Stirn bringen wollten? Sie wurden beide ins Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und darüber müssen wir noch etwas sagen in einem nächsten Vortrag. Also diese beiden Systeme, die die Welt verführen, um eine gemeinsame Sache zu machen, die werden vernichtet. Der Drache, der steht für Satan, der darf noch eine Weile leben. Und dann passiert es auch mit ihm. Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Ist das nicht eine herrliche Sache, dass es endgültig doch einen Sieg gibt für Gottes Volk? Dieser Stein, den Daniel sah, der kommt und er trifft das Bild an den Füßen. Und das ganze System mit all den Irrlehren, mit all den Philosophien, ob das jetzt Aristoteles, ob das Hegel ist, ob das Kant ist, alle diese Philosophien weg. Da kann man noch so viel Grenze legen bei diesen Philosophen. Die Philosophen können uns nicht retten. Jesus Christus kann uns retten. Er ist der Einzigste. Und ich sehne mich nach diesem Tag. Aber ich weiß, es gibt noch viele Leute, die einen Entschluss machen müssen. Die sagen müssen: Ich muss mich trennen von dem System. Ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Und heute ist der Sabbat. Es ist der Tag des Herrn. Es ist ein herrlicher Tag, um einen Entschluss zu machen für Jesus Christus, um zu sagen: Herr, ich will dir dienen, ich will dir folgen, nicht weil ich Angst habe, über was passieren wird, aber weil du ein gütiger Gott bist, ein gnädiger Gott, ein liebenswürdiger Gott, ein Freund, der uns nie verlässt. Ich habe so viele Erlebnisse schon mit Gott gehabt, wo ich weiß, dass in den schlimmsten Umständen Gott immer dabei ist. Immer dabei. Wenn man evangelisiert, dann hat man zu tun. Das immer sind da Gegner und immer ist da eine positive Seite. Vor kurzem war ich in den Ostländern. Da sind sie auf die Bühne gerast und wollten uns vernichten. Aber das ganze Publikum hat uns geschützt. Es war eigentlich eine ganz tolle Sache. 80 Leute danach haben einen Entschluss gemacht, Bibelstudium zu nehmen und sich für Jesus Christus zu entscheiden. Der Herr wirkt in der jetzigen Zeit und er wird wirken bis zum letzten Augenblick. Und diejenigen, die sich ihm unterstellen, werden unter seinem Schutz stehen. Wir brauchen keine Angst vor diesem System haben. Also macht einen Entschluss, um Jesus Christus mit ganzem Herzen zu folgen. Amen. Amen. Thank you.
Nein, Gott der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott der Herr redet. Wer sollte nicht weissagen? Heute wollen wir das Thema Gottes Führung besprechen. Und das ist ja ein heißes Thema und bereitet oft sehr viele Schwierigkeiten. Für mich in meinem persönlichen Leben hat es auch natürlich viele Schwierigkeiten bereitet. Ich war katholisch, habe dann die Bibel akzeptiert und habe mich umgestellt. Und dann habe ich gehört, dass es noch etwas gibt zum Lesen und habe gedacht, das brauche ich nicht, sowas habe ich nicht nötig. Und ich habe es total abgelehnt, so etwas zu lesen, bis ein Kollege mich einmal anrief, der ganz wütend darauf war, dass ich mich umgestellt hatte und ein Adventist geworden war. Und da hat er erst mal tüchtig mit mir geschimpft und ich habe ihm immer biblische Antworten gegeben. Und dann hat er auf diesen Geist der Weissagung hingewiesen und hat dann ein paar ganz schlimme Schimpfworte gebraucht und dann gesagt, wie kann man nur so einem kleptomanischen Weib etwas glauben? Naja, das war so hart, dass es mich direkt interessiert gemacht hat. Warum ist der so böse? Was ist denn da, was ich nicht lesen soll? Und so habe ich angefangen zu lesen. Und es war ein Segen. Und ein Fluch kann manchmal zu einem Segen werden. Und ich bin ihm sehr dankbar für diesen lieben Anruf. Was ist denn dieser Geist der Weissagung und was ist Gottes Führung? Der Mensch will schon immer Kontakt machen mit der Welt da draußen. Er möchte gerne haben, dass irgendeiner von einem anderen Planeten mal zu ihm kommt und sagt, du bist nicht alleine. Sonst fühlen wir uns zu einsam auf diesem Planeten. Und so schicken sie allerhand Krimskrams da oben ins Weltall hinein, um Botschaften zu senden und sagen, hallo, ist da jemand da, der auf uns hören will? Newsweek hat geschrieben in 83, die richtige Hoffnung, die wirkliche Hoffnung ist, nicht nur um vom Wetter was zu hören, aber auch zu hören, ob da eine Botschaft von uns irgendwo aus dem All hervorkommt. Sie suchen mit Blech Botschaften, wenn sie schon Botschaften haben. Dann US News and World Report sagt, ist da jemand, der uns was zu sagen hat? Wir sind bereit zu hören. Ich glaube nicht, sie sind bereit zu hören. Sie wollen nur etwas Sonderliches hören. Aber wenn sie wirklich was hören von der Welt da draußen, dann glauben sie es nicht. Der erste Kosmonaut, der ins Raum hochging, der sagte, da war kein Gott hier, ich habe ihn nicht gesehen, nicht einmal. Ja, wenn er glaubt, wenn er ins All hochgeht, dann sieht er Gott da oben, dann kann man ja staunen. Warum ist es, dass wir Gott nicht persönlich sehen können? Die Antwort liegt im Garten Edens. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Warum haben sie sich denn versteckt? Des Herrn hinter die Bäume und des Gartens. 1. Mose 3, Vers 8. Sie versteckten sich, weil sie gesündigt hatten. Sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. Jesaja 59, Vers 2. Die Scheidung kam wegen der Sünde. Aber Gott hat uns nicht verlassen. Er redet immer noch mit uns. Jesaja 49 gibt die Antwort. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn? Und wenn die dieselben vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in meinen beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Jesus Christus hat uns nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Er hat uns immer wieder Botschaften geschickt,
die nicht sehr angenehm waren und die Menschen wollten sie nicht gerne hören. Endgültig ist er selber gekommen und man hat ihn gekreuzigt. Man wollte auch nichts von ihm wissen. Er kam als Kind und Gott hat schon immer gezeigt, was er vorhat in der Welt. Amos 3, Vers 7, nein, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Gott hat immer schon Propheten gebraucht und wir brauchen keine Antenne da oben im Raum haben, um zu hören, was Gott zu sagen hat. Wir haben es alle vor uns, wir können es lesen, wir können es studieren. Gott hat Propheten gebraucht. Waren die Propheten immer beliebt? Nein. Vor der Sintflut hat man gelacht und die Propheten ausgelacht. Und somit Noah hatte nur seine eigene Familie und die war schon nicht mehr ganz in Ordnung auf dem Boot, sonst niemand. Denn niemals wurde durch den menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, redete heiligen Menschen von Gott gesandt, 2. Petrus. Eine Prophezeiung, ein Prophet wird von Gott geschickt. Natürlich müssen wir unterscheiden zwischen falschen und richtigen Propheten. Gott hat mächtige Männer gebraucht, um uns zu zeigen, dass er existiert, dass er uns liebt und dass er endgültig alles in der Hand hat. Mose natürlich eines seiner größten Propheten. Als sie nun beide hinausgingen, sprach der: Hört ihr doch meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet? Dem will ich, der Herr, mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will ihn in einem Traum mit ihm reden. Also zwei Möglichkeiten. Man kann ein Gesicht bekommen, eine Vision, oder der Prophet kann träumen. Nicht alle Offenbarungen Gottes sind als Visionen, viele sind als Träume. Also diese beiden Dinge, entweder eine Vision oder ein Traum, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat, Apostelgeschichte 3, 21. Also ganz wichtig, dass wir genau studieren, wie soll es denn aussehen mit einem Propheten? Und ist es überhaupt wichtig, dass wir studieren, was die Propheten zu sagen haben? Jesus natürlich war nicht nur Gott, der Mensch wurde, er hatte auch die größten Prophezeiungen aller Zeit und ist die Erfüllung aller Prophezeiungen. Johannes 12, Vers 32, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Wir müssen auf ihn hören. Und diejenigen, die er gebraucht hat, seine Weissagung zu verkündigen. Die Weissagung